Und damit willkommen zurück zu einem neuen Stream. Wir spielen weiter bei Kena Bridge of Spirits. Ohne weitere Umschweife, legen wir direkt mal los. Wieder in der Woche nicht gespielt. Erstmal wieder die Steuerung kapieren. Das wird spaßig. Ja, wir wollen in die Richtung aufbrechen. Wie war das nochmal? Welche Taste war das? Wieso zieht man? Wie war der Bogen nochmal? Ah, so war der Bogen. Mit der Taste. Okay. Wir müssen, ich hoffe, wir kriegen das irgendwie heute noch. Bezweifle es stark, aber ich hoffe, wir kriegen es heute irgendwie hin. Das war das Durchspielen. Unwahrscheinlich. Und gerade durch, dass das den Mittwochslot belegt. China ist halt eigentlich kein Spiel, was man die Pausen dazwischen zu groß versteht. Da bin ich wieder raus aus der Übung. Ja, ich könnte das jetzt auf mit dem Montags- und Freitagsslot belegen, aber ja. Ja, nicht so. Jetzt sind wir im zweiten Lied. Jetzt würden wir da mal weitermachen. Aha, was machen wir hiermit? Nichts. Da drüben sieht es ja. Sieht sehr nach roten Dingern aus. Dann sollte man vielleicht erst mal hier anfangen. Hier. Können wir die nicht irgendwie. Scheinbar nicht. Mal hier ist. Okay, dann halt nicht. Und den wäre es mal gelangt. Kristalle. Natürlich hat mein Laptop gerade Probleme, sich ins Internet einzuloggen. Wäre was Neues, wenn es mal klappen würde. Einwandfrei. Der Tag, in dem ich meinen Stream habe, wo dieser blöde Laptop mich faxen macht. Wird nicht passieren. Wir können es weitergehen.
Und welche Dinge, wo es tatsächlich weitergeht. Spiel. Dachte ich mir. Ich würde es noch ausprobieren. Da können wir nicht längs. Hier sind wir jetzt. Wir müssen irgendwie, am besten müssen wir hier hin. Wir müssen was um die Geisterbarriere zu öffnen. Ja, in diese Richtung sollten wir mal. Stalle. Ne, da müssen wir zum Glück nicht hoch. Das ist vielleicht. Jo, sieht so aus. Dass wir das hier natürlich nicht nehmen. Oha, neuer Hut. Katzenhut. Katzenrückhut. Oh oh. Death Counter plus 1. Hier ist nichts. Da regnet nichts. Weiter. Schaut's aus. Oder auch nicht. Oha. You're going to need more power to get that door moving. Energy has not flowed here for a long time. The land has begun to heal. Is this your doing? My name is Kena. I helped Benny and Saya free Taro's spirit. I'm on my way to help the woodsmith. Do you know her? Yes, I know Adira. She was a great woodsmith. Together, we found a way to capture the energy of the mountain shrine.
Bomben. She believed we could harness the resources of this land to sustain the village forever. But that dream faded long ago. Ist doch wieder sie. We've only just met, but I can tell you have a strong connection to the spirit realm. You carry the same energy that flows through these roots. It must be what drew you to this place. With focus, you can gather that energy. Your bomb should prove useful in powering up all the old technology around here. We need to repair the power mechanisms to open the passage. Take a look up there and see if you can get things working. Benutze deine Macht, lerne die Bombenfähigkeit. Halte L-Shift drücke und lasse die rechte Maustaste los, um eine Bombe zu werfen. Das bis nächstes Mal noch weiß und noch nicht aufhören meines Streams. L-Shift, um die Bombe zu werfen. Vorübergehend schweben, aha. Okay. Wow. Ach, scheiße. Okay. Erinnert mich ein bisschen an Zelda. Da ist aber nichts drunter. Zelda Breath of the Wild. Den Gruß mal hochheben. Irgendwas hier? Nö. Sieht nicht so aus. Interessant. Jetzt mal als Treppe nutzen. Ah, okay, verstehe. Okay, jetzt müssen wir das abtimen. Den zwei Gleichzeit werfen. Es lief schief. Scheint ein Weg nach oben zu sein. Vielleicht gibt es noch einen anderen.
Okay, hier auf keinen Fall. Ich befürchte, wir müssen hier hoch. Oh, sie können wohl. Okay, warte mal, gab's irgendwas. Au. Gibt's hier oben irgendwas oder ist das nur zum Üben? Ich fürchte, wir müssen hier hoch. Aber zwei gleichzeitig werfen kann ich nicht, oder? Ah, shit. Nee. Wie soll das klappen? Stellst du das vor, Spiel? Ich brauche ja zwei gleichzeitig, um das zu optimieren. This place once drew great power from the mountain shrine. Look for the objects that shimmer. They'll... Große Hilfe. Jetzt hängen wir an sowas wieder Ewigkeiten fest. Deswegen kommen wir hier nicht ins Bodder. Will das auch noch irgendwie einen Weg nach oben? Irgendwie schon, aber. Aber. Okay, was wenn... Au. Okay, offensichtlich nicht. Das ist nicht der Weg. Draufstehen und werfen können wir nicht. Jetzt. Fast. Wow. Das Training ist aber. Das Training muss jetzt gerade zu perfekt sein. Da geht's ja wirklich nicht. Na komm. Und hoch hier. Ach komm. Dann will ich auch nicht. Ich brauche eine Sekunde, um zu werfen. Hier, meine Fresse.
das als erstes und danach sofort das andere. Das müssen wir erstmal treffen. Ach, verdammt, der Fick getroffen. Hier aus können wir. Ja. Bloß andersrum. Großblüte. Das muss halt länger halten, deswegen müssen wir das als zweites machen. Ach komm! Jetzt steht das Ding da einfach an einem kleinen Stück in der Luft. Du willst mich ja verarschen. Spiel. Genau so. Puh. Das war ein Ding. Lass sie nicht sterben. Das muss man können. Sehr gut. You'll get it. Kristalle. Und was haben wir hier? Geisterpost. Die kannst du auf, naja, später vielleicht. Okay, jetzt nicht weiter. Nicht nur mehr von solchen. Na doch. Dann musst du das erste zuerst machen. Dein Ernst? Hier geht's weiter. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir das Rätsel noch lösen, während das so ist. Come on. Nice work. One more left. Und durch die eine Tür durchzukommen. So,
müssen wir da oben hoch oder was? Auf der anderen Seite. Kommen wir jetzt hier hoch. Stellt sich wie das vor. Okay, so nicht. Oh, fantastisch. Wir müssen jetzt lang irgendwie. So. Ja. Dann mal weiter hier. Wir müssen noch genau auf die andere Seite, also darüber. Wir gehen ja nicht genau falsche Richtung. Oder nicht? Gehen wir jetzt unten lang. Bossfight. Mehr oder weniger. Okay. Ich verstehe, was sie tun soll. Au. Okay, ich verstehe es nicht. Dann hier nicht rankommen. Interessant. Können wir es irgendwie besiegen, dass in dem Zustand ist? Wirklich habe ich das Gefühl. Was die Schwachstellen der Ding. Muss was mit dieser Bombe zu tun haben. Wir müssen was aus. Aha. Pfeil. Ja. Jetzt haben wir's. Aus der Luft. Ey. Ey.
weiß nicht, wofür diese gelben Kugeln da hinten waren. Und weiter geht's. Oha. Na toll. Ich hab selbst in die Luft gesprengt. Jetzt hat er einen Schuh gesagt. Jetzt können wir doch auf einmal zwei gleichzeitig. Okay, ich sollte hier auch scheiße. Okay, und wie? Wie sollen wir da jetzt rüberkommen? Wir müssen irgendwie die Blume da auszuschalten. Entfernt. Ach so, ich habe ja noch eine andere Sache. Vielleicht sogar. Ich habe eine Idee. Dann muss ich erstmal da hoch. Abwarten. 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 So. Okay, haben wir noch einen Plan? Ja.
Informationen, die hier draufstehen. Dachte ich mir. Nein! So viel dazu, das schaffen wir heute durch. Wir brauchen wahrscheinlich noch einen extra Stream, um diesen Bereich zu schaffen. Das wäre schon ein Highlight, wenn wir den Bereich schaffen. Den Bad Pass dann wahrscheinlich auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ja, aber wie soll ich da hochkommen? Das ist viel zu hoch. Schon wieder etwas nicht. Das quält mir nicht. Da passiert nichts. Ja, aber so viel zu meckern. So weit hüpfen können wir nicht. Wait a second. Ich bin dumm. Ich habe vergessen, was die Blume kann. Das macht Sinn. Ist das Ding, wo man halt die ganze Woche nicht damit beschäftigt ist. Jetzt müssen wir das noch schaffen. Jo. Großartig, fantastisch. Geh hier nochmal kurz hoch. Muss noch Dinge geben. Okay.
Der ist schon ein bisschen härter. Fast. Muss ja jeder sitzen. Aha. Ja, Schuss. Hat ja nur Ewigkeiten gedauert. Brechen wir hier alles? Oder? Nein. Zum Glück gibt es keinen Fallschaden. Oha. Das sieht nicht gut aus. Verwandt. Willkommen zurück zu Let's Play Elden Ring. So ungefähr. Hat was davon. Ist doch ein Souls-like, wurde mir gesagt. Jetzt verstehe ich, warum ich das teilweise nicht mag, das Spiel. Ich denke mir die ganze Zeit, irgendwas passt mir nicht mit dem Spiel, irgendwas ist so. Ich kann es nicht betiteln, aber so vom Grundwesen her irgendwas. Irgendwas tief in dem Spiel gefällt mir nicht. Wenn das jetzt ändern, ja, wenn das jetzt ein Souls-like ist, ist ja klar. Dann verstehe ich die Abneigung tief in mir. Mein Geist wusste es. Die Abneigung aus Prinzip. Ach, sag nicht, wir müssen hier wieder drei Artefakte sammeln. Hoffentlich wird es weniger verwirrend als letztes Mal. I can feel her presence everywhere. Dicke dünne Bauern. These fields are scarred with memories of destruction. What could have happened here? We need to find three relics to help Adira. There's something buried beneath the poison over there. Drei Relikte natürlich. Na, dann fangen wir mal an. There's a relic here.
These rocks look like they're part of a larger structure. This is our ox. He helped us shape the land. We have to help him. I don't know how he could possibly be functioning after all this time, but we can't leave him like this. Try clearing the other areas of corruption in the fields. I think they're connected. Yeah. Das sollen wir sie zum Schluss machen wieder. Dann suchen wir mal nach den Artefakten. Ungefähr diese Richtung. Vielleicht da oben. The roots from the tower have grown out of control. You can probably use pieces of the rubble to reach the base of the tower. Ach du Scheiße. Was macht das hier? Da muss man erstmal hinten. Und draufstellen geht auch nicht. Und wieder Rätsel ist zu lösen gilt. Dann können wir auch das längliche uns unten stellen. Oder auch das kleine hier. Ah, okay. So geht das schon viel eher. Jetzt draufstellen, während wir das machen. Nicht möglich. Nein, natürlich nicht. Ah, natürlich. Und da kommen wir jetzt nicht hin. Lass mal wieder oben. Damit. Nicht viel Hilfreiches. Achso, jetzt müsste ich von hier oben, während das hier ist, hier einmal rüber und dann hier hoffentlich rüber. Schwierig. Zeit haben. Daneben. Nochmal daneben.
So wird es nie was. Sitze. Fast. Okay, wie soll ich das von hier oben steuern? Mit ihm hier. Wäre ein Versuch wert. Natürlich nicht. Okay, so nicht. Und da drüben waren wir ja schon, da ist. Vielleicht. Sind so meine Vernichtung. Und sind die Dinge, die schon da sind. Ja, hä? Okay. Hätten wir eindeutig hochgemusst. Hätte gelten müssen. Aber okay. Und jetzt. Sag mal, wie hast du es hier hochgeschafft? There are deep marks on the ground that converge at this point. Adira must have torn apart holes. Right there. Okay, wozu sind wir jetzt hier hochgeklettert? Sag mir, hier gibt es jetzt wenigstens irgendwas. Hier können wir irgendwas tun. Okay, da sind wir irgendwie hoch. Ist das beim ersten Versuch geklappt, warum nicht zu denken? Müssen wir da wieder irgendwas drehen? So weit komme ich nicht rüber. Von hier aus vielleicht. Das war eine knappe Sache. Was treiben wir jetzt hier oben?
Okay. Dann machen wir jetzt hoffentlich dasselbe. Schön, schön. Eine Treppe nach unten. Oha. Die sind ja leicht für mich. Müsste nicht mal mit den Predigt keiner mehr aufgehalten. Der Weg ist frei. Naiv von mir, dass wir das gar nicht genau genommen. Müssen wir erst mal rüberkommen. Und dann noch uns verderben. Das ist doch fast. Gab es nicht ins Sprint-Button? Ja, hier. Na komm. Irgendwie muss es da noch rübergehen.
Okay, dann. Was machen wir hier? Hier ist eine Tür. Brauchen wir Glyph, um die dort reinzustecken. Wie kommen wir hier voran? Darüber offensichtlich nicht. Versuch wert. Nö, natürlich nicht. Aber ich habe keinen Fernkampf. Und das wissen wir ja schon. Nächstes Ziel können wir dann. Fahr es nur, wenn die lang sollten. Komm, da konnte ich mich doch bestimmt ummachen. Darüber müssen wir. Ja, sehr gut. Das ist ein Problem. Gar nicht. Deswegen. Mal schauen, was das macht. Was macht das hier? Na komm, Rot.
Fast. Hier oben noch. Hilft mir das nichts, wenn ich hier drauf gehe. Lass mal eine große. Okay, ich denke, wir haben eine Wurzel besiegt. Geschafft. You can see miles from here. Ah, ja. Mhm. Ah, hier. Wie freundlich, dass sich hier bemerkt. Ja, das sollten wir vielleicht erst mal hier hochsteigen. Ah, hier. Ein Better Watch. Muss aber hier auch das Relikt sein. Oh oh. Er drückte sie. Komm zu mir. Ist noch einer. Wo steckt der? Feigling. Hier mal. Okay, hier können wir jetzt weiter. Oder nicht? Okay.
Jetzt haben wir noch die mit drauf. Okay, und ja, spielen muss man können. Und auf eine Ehrenrunde. Ganz ruhig. Was mache ich? Was mache ich? Bin ich denn komplett inkompetent? Sehr schön. Und jetzt hier hoch? Fragezeichen. Ach! Den kann sich ja drehen. Das drehen sollen, das wird wieder abenteuerlich. Ach, komm! Ich kann das eh gleich. Was bringt es uns da oben zu sein? Das umgedreht zu haben? Ich experimentiere noch ein bisschen. Man trollt das uns nur und wir bringen uns gar nicht weiter. Shit. So wird das nie was. Und was wollen wir denn hier? Erstmal nichts, oder? Ja, wir wollen da drüben weiter. Ich experimentiere die ganze Zeit rum und das ist ohne Grund. Noch zum nächsten Rätsel. Genau da lang. So.
Okay. Ich glaube, es hat was damit zu tun. Okay, die kann man nicht angreifen. Wenn es trotzdem wohl wieder steht, greife ich an. Das Gefühl, das muss ich mal mit Rotz. Aber gerade mit dem Rotz-Symbol. So ein Rotz angreifen. So geht es natürlich auch, plus viel langsamer. Ich muss da voran, wo das hingeht. Ah. Wieder Rotz möglich. Ah. Wirft wahrscheinlich. Das ist doch Bullshit. Ja, hier war noch gerade. Rot. Ich hab's bloß noch nicht raus. Irgendwann die Zeit da wieder ist. Irgendwann, wenn es Feuer, schießt. Ja, komm. Ich verstehe es nicht. Ich hasse, wenn ich Sachen nicht verstehe. Und die haben wir den ja schon gekriegt. Ist ja schon zur Hälfte down. Und wir müssen uns mal aus Versehen geschafft haben. Wildes Toben.
Zack, zack, zack. Drauf, drauf, drauf. Nein, nein, nicht drauf. Nein, nein. Wo bist du? Zwischen ihnen die Nerven wieder. Hey! Sag mal! Stimmt natürlich im Weg. Na bitte. Das hat jetzt was gebracht. Erstaunlich wenig. Ein bisschen enttäuscht. Okay, müssen wir um das bestehen. Au. Au. Doppel Au. Aha. Und hier oben müssen wir sein. Machen wir das nicht wieder für treu. Ach komm. Au. Fuck. Wie soll das gehen, das Ding zu unterhalten? Da müssen wir irgendwie hin. Wie soll man von hier nach dort? Bringt mal wieder nix. Ich will das Ding da oben müssen ausschalten.
mal, wie. Plan. Ich glaube, ich mache mal eine kurze Steampause und dann guck mal, wir haben das Steampause einfach nach. Lang nicht. Kann ich das Schleuder benutzen? Wer ist denn damit? Jetzt von oben und eine Bombe platziere. Das geht, aber ohne Mond. Kriegt man noch keine Pause. Ich versuch's das mit dem Ansatz, wenn ich gehabt, dann wow. Okay, funktioniert nicht. Wäre was gewesen. Nicht so wie wär's gewesen. Versuch's mal trocken. Und ich stehe da jetzt oben drauf. Das würde mich ja befördern. Mechanik ist ja schon die. Ich müsste halt das auslösen. Versuchen wir es mal. Natürlich nicht. Aber wie kann ich das von oben? Ich stehe dann da drauf. Was ist denn da unter mir? Kann ich um die Ecke schießen? Jetzt bin ich hier, aber wofür? Für einen von denen? Was für ein Blödsinn. Can you move that for me? Sind mit der Lösung in keinen Schritt näher gekommen. Was? Ich hab einen Weg hochzukommen. Ich schau mal. Kurz Pause. Bis gleich. Wie dumm sind wir eigentlich? Ich meine, man hätte am hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber... Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Are you fucking serious?
Jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen darum Schlüssel. Mhm. Oh nein, das machen die ernsthaft, oder? Gehen wir zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus! Ausgerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drinbleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also, da lernen die vielleicht noch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ja. Das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Edna bricht aus, um Edna bricht aus zu zitieren, kannst es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaub, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Faust ist sinnvoller als das. Sich Anlauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht. Hallo, warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Tja. Es fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du solltest das nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha, okay. Und linke Maustaste. Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen, deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Okay, hier müssen Beine ran. Mal das Baumfällen mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit, von daher, warum solltest du es nicht tun? Ein bisschen mehr Feingefühl in die Stimme. Ja. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Gut, spricht das so, als würde sie dir was bedeuten. Ja. Jetzt bin ich in Hogwarts drin. Oh, das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Die kann ich euch mal zeigen. Damit kann man etwas, was vom Spiel gar nicht vorgesehen ist. Können wir hier mal landen? Schaut mal, wo wir sind. Der Gryffindor Gemeinschaftsraum. Gryffindor Stabssiedler, um genauer zu sein. Hafer und Puffer im Gryffindor Gemeinschaftsraum.
uns reingemacht. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Mannschaftsraum von Gryffindor. Wir haben jetzt sogar Flohpulver gefunden. Können wir jederzeit hier hin oder was? Fast kopflose Nick. Das ist fantastisch. Schaut euch hier um. Die Gryffindor Gemeinschaftsraum. Sie jetzt Hufflepuff hier immer sein würde. Es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufhebt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier erklärt. Na toll. Hat niemand gefragt, ob der überhaupt Auto fahren kann. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Forte ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein. Ich habe schon Fleisch halt ausgebrochen. Nein, wir müssen unseren Metapher und Ketchup und so weiter. Nein. Der Scheißvater. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Willst du dein Kind nicht wehtun? Was für ein böser Vater. Diese Drohung mit dir ist. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub ich. Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süßer. Halt's Maul, Arsch Gesicht. Lass uns kommen, geh, lass uns gehen. Oh ja. Darf. Mist, sag. Ja, heul doch nicht rum. Na komm, angefasst. Ja, verpiss dich. Haben Sie in der Zeitmaschine verpflanzt.
das erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Ich hab die hergelockt. Du musst sie überwältigen. Die haben mich gerade entdeckt. Die kommen jetzt gerade zu mir raus hier. Ich bin aber auch draußen. Ich bin auch draußen. Verdammt. Ich bin bei dir draußen, Morty. Oh mein Gott, du bist... Was? Das ist auch eine Idee. Was? Wie zum Fick hast du das gemacht? Ich habe ja mit dem Flint abgenommen. Das ist der alte Mann. Du hast ihn weggerammt und hast ihm die Kanone geklaut. Ja. Und jetzt holen wir uns die Pferde. Ja. Haben die noch ein paar Cowboy-Hüte? Das war ein alter Mann, natürlich habe ich dem die Flinte geklaut. Was sind weggetackelt und dann von hinten? Das ist, ich habe eine Flinte. Das sieht unser aus. Okay, neue Klamotten. Oh, eine Nähmaschine. Ah, ein Plattenspieler. Ich habe mein Ziel erreicht. Aha. Die haben Cowboy-Hüte. Oh. Oh nein. Ich kritze das Bild. Wundervoll. Wo sind Cowboy-Hüte? Auf dem Bild. Oh, Klamotten, aber wir können uns umziehen. Da ist ein Schrank zum Umziehen. Ich setze. Ich ziehe mich um. Ja, ich komme gleich. Kann ich auch was mit dem Bild machen? Ich will es auch noch verunstalten. Ah, hübsch. Oh. Nein! Ja! Ich hab ne Klamotten angezogen. Oh mein fucking Gott! Ich hatte recht! Morty, zieh du mal deine Häftlingskleidung aus. Ja, ja, sofort. What has he done? Flame is good and death. Trash my game. Funktioniert. Legend of Secrets. Ist halt leider viel zu realistisch. Free to play, oh nein. Ist ein Free to play Game. Das haben wir ein bisschen neue Optionen zu übertragen. Es. Starten wir das Spiel. Das ist kein Spiel. Der Headface könnte Der Anwendung Zugriff auf deine Fotos, Dokumente, Bankkonten und uns den also kürzer machen. Mit Vergnügen. Bitte stimme den Geschäftsbedingungen zur Artikel 1 Nutzung der Dienste. Der User bestätigt alle Regeln für die Nutzung der Spieldienste in diesen Geschäftsbedingungen zuzustimmen. Insbesondere stimmt er zu, so viel sein Geld wie möglich für kostenpflichtige Spielen zu geben, sein Erbe zu verschleudern, Abenteuer, bla 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 bla. Ich habe den Vertrag in Kriegsschnur gelesen mit meinem Blut unterzeichnet. Das habe ich wirklich nicht gemerkt. Tja. Wie lange wollen wir das hier noch spielen? Ja. Aha. Also 22.30 Uhr kommt heute Show, die würde ich gern gucken. Bis dahin. Nee. Bis dahin haben wir Zeit. Gut. Noch ein paar Stunden. Heute lange Nacht? Das sind noch ein paar Stunden. Mach mal ein hübsches Muster draus.
mehr so kaputt ist, weil da wirklich jetzt ein Muster draus machen. Ich weiß nicht. Wie dumm sind wir eigentlich? Ich meine, man hätte am hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber... Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen Sperrumschlüssel. Mhm. Oh nein, das machen die ernsthaft, oder? Gehen wir zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus! Wollen wir nicht... Ausgerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also, da lernen die vielleicht noch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ja. Das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Entner bricht aus, um Entner bricht aus zu zitieren, du kannst es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der Plan 100... So... Ich habe eventuell eine Idee, wie wir das lösen können. Da müssen wir einmal hinkommen. Was finden. Und hier was machen. Das Ding ist nicht abgeblüht. Müssen diese Dinge entfernen, das Problem. Die Lösung des Problems. Wo ist denn die nächste Münze? Scheinen. Wir hatten ja auf jeden Fall schon mal irgendwo eine. Aber wo liegt's? Ich weiß der Geier. Vielleicht war die irgendwo oben auf dem Turm. Müssen irgendwo eine von uns das freischalten lässt. Hm.
schaue mich mal um. Natürlich ist es auch blöd, dass hier ein Kreis von 100 Kilometern entfernt ist. Aber vielleicht schauen wir mal da drüben. Noch erstmal rufs Schönen. Da habe ich auch noch gar keinen Plan für. Ist ja besser bekanntlich, das zu machen, wo man keinen Plan von hat. Ist das, von dem man einen Plan hat? Ich weiß auch nicht. Was drehen wir jetzt hier? Müssen hier runter und hier nicht sterben. Kristalle. Oh nö. Oh, noch verfehlen. Zurück. Da ist noch einer. Ey. Also gegen alle gleichzeitig können wir nicht kämpfen. Das wird ein bisschen schwierig. Jetzt kommt der schon nächsten. Treffen können. So muss das. There. Steht doch eigentlich fast richtig. Nicht. Ach Gott. Meine Dummheit.
Right there. Bitte was? Das brauchen wir irgendwie da oben. Geht das irgendwie? Natürlich nicht. Wait, aber ich kann die doch. Während ich da oben drauf stehe. Okay, jetzt sind wir auf der Seite. No. Wir sind brutal. Haben wir den ja schon. Nenn ich das. Meine Fresse. Was zum Fick. Thank you.
nah bei ihm sein, genau. Bosskämpfe machen mich. Daneben. So weit weg sein von ihm. Die sterben. Habe ich Glück. Ich werde halt auch darauf und zurückgeschnellt. Jetzt. Dran. Scheiß Dreck. Sehr schön. Wird ja auch Zeit. Ein weiterer Knoten. Im dritten Monat und eine Blume. He started as a simple concept, a way for us to work the fields and improve our crops, but he became so much more. Noch irgendwo hoch. Springen will gelernt sein. Nö.
Nein. Ach, weißt du was, Scheißdreck. Das Ding ist nicht mehr. Warpfeld errichtet. Da müsste doch irgendwo so eine richtige Blume geben, wo wir mit den Kameraden hier zum Großen werden können. Keiner. 26 haben wir jetzt. Einen Weg, um Kristalle zu kommen. Was wollt ihr denn? Dann was seid ihr denn? Okay, die kenne ich. Jetzt habe ich, die Motte hochgejagt. Ach, kann ich mal treffen? Also, Inkompetenz pur. Go get it. Oh. Right over there.
Können wir das vielleicht irgendwo anders mitnehmen? Da drüben. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr wo. So ganz in der Nähe. Ach, was soll's. Wird ein langer Weg, aber was soll's. Nicht so Spaß, ob ich jemals am Zielen komme mit dem. Sichtweite. Neben mich. Mit den hier rüber und dann hier drüben. Das könnte schwierig werden. Ah, hier. See that over there? Und wo soll der hin? Ah, hier. Das ist natürlich schon hilfreich. Ja, ich weiß. Noch wenn wir hier mal auf. Blödsinn. So nicht. Soll ich hier mal wieder aufstellen? Die Gezielsteuerung. Ah, fantastisch. Ich hab eine Idee.
Jetzt haben wir die Steinchen hier. Jetzt müssten wir hier... Bosskämpfer in der Mitte. Nee, ich komme. Und nur den großen Turm freischalten. There are signs of damage and wear, but I think there might be a little life left in him. Try your bomb. He might just need a spark. Das war erst 1 von 3, hoffentlich nicht. Easy there, old friend. I'm happy to see you too. This is Kana. She's here to help Adira. Time has turned most of our work to dust, but Rufus here is still chugging along. Let's go find another relic. Ein weiteres Relikt. Na, fantastisch. Adiras Angst. Suche in der Schmiede nach Adiras zweiten Relikt. Wenn die anderen beiden genauso brutal werden, dann gute Nacht. Hier haben wir mal die Kupfer. Hier haben wir noch einen blauen Punkt. Manchmal Störung. Aha. Thank you.
vielleicht. Over there. Okay, wo muss das hin? Schmiede. Auf der anderen Seite des Berges. Muss ja irgendwo hier vielleicht. Ach, Feinde. Sieben. Dazu. Dich unterschubst. So viel zu dem Thema. Dann würden wir es nochmal versuchen. Runter.
Konrad, die weit fehlt. Nächstes Mal besiegt er mich. Scheiße, ist er stark. Ich fürchte, wir müssen ihn besiegen, um da reinzukommen. Würde nicht empfehlen, ihn als erstes zu besiegen. Dorian. Und oh, nein, nein, nicht schon wieder. Und nicht. Oha, ein Hut. Hoffen wir jetzt das Teil. Na, großartig. Der Weg ist versperrt. Waren. Outfit haben wir nach wie vor noch keinen. Eine Katze. Und 2, 3, 4, 5 haben wir noch. Zapfen haben wir noch keinen. Sehr schön. Doch mal ein Checkpoint erstellt. Hier ist dein Link.
Und rauf und rein hier. Ist das der Weg, den wir müssen? Die mir gar nicht erst zuschlagen lassen. Super Slow-Mo. Summon. Nummer 30. Geht's aber wieder zurück. Das ist aber voraus, dass wir da oben sind. So hüpfen können. Oh nö, ey, sind wir jetzt einen Umweg gegangen, um jetzt wieder hier zu landen? Fantastisch.
wird doch nie im Leben was. Ach, wenn ich ein bisschen mehr springen könnte. Die Schmiede. Nein, na toll. An seine Knolle hinten rankommen. Um besser von dem Zettel zu werden. Ach du Scheiße. Kleinen vielleicht einfach nicht besiegen. Und sobald die tot sind, kommen neue. Keine Ahnung, wie wir den besiegen. Hat doch scheinbar keinen Schaden auf ihm. Keinen Schaden. Vielleicht rast man hier rein. Aber es tut keinen Schimmer. Die Jungen, die mit einbeziehen. Eigentlich schon haben wir den schon gemacht. Also wirklich richtig Schaden. Das ist das Level, auf dem die Bosse sind. Gute Nacht.
einen Endboss habe. Ich muss dem Ding an der Knolle werfen. Das will ich mal hier entfernen. Und das was lernen. Ich habe absolut no idea. Dann bleibt er niemals stehen. Wenn ich irgendwie dazu bringen könnte, eine Pause zu machen. Und so reinzutreten in den Stein, dass er mal für eine Minute stehen bleibt. Okay, beobachten wir. Okay, ist ein Moment. Er hat eine Stampfattacke. In dem Moment könnten wir rumgehen. Und dann an seine Knolle kommen. Oh, aber das ist wirklich eine beachtenswert kurze Zeit, die wir da haben. Haben wir die falsche Seite gemacht. Die falsche Seite. Sehe ich nicht. Nicht mit meinem Skill. Ja, weil ich mich ja selbst in die Luft jage, weil die kleinen Gegner hier noch sind. Verzweiflungstat. Ja, wir machen den absolut null Schaden. Ich sehe seine Schwachstelle, aber wie rankommen. Keine Gegner da sind. Irgendwie. Es gibt Sekunden, wo man seine Knüller erreicht, aber. Muss auf den Kopf ziehen. Oha. So einfach.
ziemlich fett. Der macht auch Damage. Und die kleinen, die nerven mich alle. In der Kugel mal in den Kopf näher zu bringen. Das wäre mal was. Ja, das könnte was werden. Ja, aber das macht nicht so viel. Ich hoffe, es euch unterhält wie ich. Mindestens genauso wenig, wie es mir keinen Spaß macht. Genauso viel, wie es mir keinen Spaß macht. Gerade in diesen Kämpfen hier habe ich erstaunlich wenig Spaß. Wie soll man denn auf den Kopf zielen? Man hier. Das wäre es gewohnt. Auf den Kopf zielen. Die schon ein Viertel. Ist echt etwas scheiße hier. Keinen Weg, den kurz zu stoppen. Das macht mir halt so scheißdreckig. Unsere Pfeile machen kaum Schaden. Jetzt bin ich in angemessen aufladen würde. Ich werde nicht mehr. Wir haben eine zweite Phase erreicht. Schön zu wissen. Als ob der Boss eine zweite Phase nötig hat. Verletzlich. Oh, und zwar wie? Aber teilt doch weiterhin vier aus. Ha!
Hätte jetzt nur gefühlt ein Jahr gedauert, um zu besiegen. Der Hammer. Ja, das ist ja der Hammer. Na, die Rassamara würde ich jetzt weg. Oh Gott. Ich fürchte, es gibt gleich noch ein drittes Relikt. Könnte das nicht einfach die Maske sein? Das ist der Stein-Gurum, der hier noch so ein Ding macht. Deutsche. Das ist ein Soundbug. Dann mal schnell weg hier. I found my tools. Just where I left them. They should come in handy. Tools, just where I left them. They should come in handy. When our land began to struggle, I left to search for supplies. My journey to made her promise to move on without me if I did. It must have been hard for her. Mom. Schöne Aussicht. Wie geht's weiter? Hier ist ein Fahrstuhl. Ein Bauchboot. Eingang zum Dorfherz. Over there. Also entweder wir haben es jetzt gleich geschafft und setzen nur noch die Relikte ein, oder ich muss für heute Schluss machen. Das wird noch ein drittes Relikt. Gehen wir heute nicht mehr hin. Andere Richtung. Ist auch mein Weg. Beseitigen die Verderbnis in den Dorfherzhöhlen.
einen Weg in die Dorfherzogin. Sieht so aus, als wäre das eine Aufgabe für den nächsten Stream. Da haben wir noch mit dem dritten Relikt zu tun. Und dann Geisterpost. Und wir haben noch genug zu tun und dann das Finale wahrscheinlich. Gut, bis dahin. Ich speichere hier mal. Sieht so zu 17 Minuten aus. Ich gehe ins Hauptmenü. Ja, wir müssen nächste Woche ja auch noch was haben, wo wir weiter spielen können. Ja, ich sag danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Freitag wieder zu Guardians of the Galaxy. Und am Samstag hoffentlich zu Baldur's Gate mit Modi. Gut, ich schicke euch noch einen Endcode, dann rein wir noch wohin. So der Plan. Aber nein, Gott. Aber nicht wait.